Das ist einmal die Ronny-Zündung, so aufgebaut. Ich habe einfach die ZVS von der Nimi-CDI-Zündung genommen und habe dann in Ronny seinen Aufbau draufgepappt. Hier ist es so, dass der Minus von der Zündspule nonstop an der Batterie ist und der Plus praktisch immer auf die Zündspule draufgeschalten wird, ne? Und im Gegensatz dazu, das ist jetzt die Mini-Version, ne, kleiner Servomotor von der Bedini-Zündung, da im Gegensatz ist es so, dass der Plus der Zündspule nonstop auf der Batterie liegt und der Minus immer draufgeschalten wird. Ne? Eins von beiden dürfte jetzt Minusblitze hier oben dran ergeben. Mal gucken, was wir für Wasserstoffmotoren brauchen, ob wir da richtig positive Blitze brauchen, ne? Oder einfache negative, wenn es denn so ist. Ja, mal gucken, ob das so funktioniert hier. Das ist nur der Leerlauf von der Zündung. Und mal gucken, wie hier die Funken sind. Jenseits von Gut und Böse. Ah, das ist halt richtig Energiedichte, dann positive Energiedichte, ne, die hier vorne dann an der Zündkerze da ist. Naja, ich bin mal gespannt, was dann im Endeffekt beim Wasserstoff funktioniert.